Ein Romantiker, das war ein Zerrissener zwischen dem, was er in seinem Inneren fühlte und wie er nach außen hin leben musste. Aber es ging in der Fantasie oft drunter und drüber. Gespenster, Doppelgänger und andere skurrile Figuren bevölkerten Geschichten und Gedichte. Komponisten übernahmen das in ihre Musik. Die befreiten sich von alten Formen und gaben ihren Werken neue Namen. Damit wollten sie auch ihre besondere Stimmung ausdrücken, so wie man sich vielleicht ein buntes Tuch umbindet, wenn man guter Laune ist, oder einen dunklen Rock anzieht, wenn man traurig ist.